in der Einladung steht, es geht über Reinräume. Ich spreche über einen bestimmten Reinraum. Es ist nicht der klassische Reinraum im Verständnis, man hat Mikrochips, es darf kein Staub rein. Es geht hier um Schutz der Umwelt, es geht hier um Schutz der Tierwelt und schlussendlich auch um Schutz von uns Menschen. Es geht hier auch noch darum, was können wir tun als Messdienstleister? Haben wir Potenzial? Es geht um neue Märkte, die wir erschließen können. Und das möchte ich euch jetzt hier vorstellen. Ich habe eine kleine Einleitung, einen Film, der soll zeigen, also ich musste Grundlagenforschung betreiben, wir haben keine Grenzwerte. Das haben wir heute auch schon oftmals gehört. Also wie kam ich zum Auftrag? Ich habe einen Anruf bekommen, da wurde ich angefragt, können Sie mal kommen? Wir haben ein Labor, wir wissen jetzt nicht, ist die Lüftung zu klein dimensioniert oder haben wir sonst in der Gebäudehülle Probleme? Das war der Auftrag. Und dann kommt die erste Frage, ja, was haben Sie für Grenzwerte? Ich muss mich vorbereiten. Oh, es muss dicht sein. Ja, was ist dicht? Also Grundlagen, Verordnungen, Normen, da musste ich richtig forschen. Dann, was haben wir angetroffen? Mehr Praxis. Bauteilklassierung, haben wir auch gehört. Anforderungen an Bauteile, Türen, Tore. Integrale Tests, habt ihr gewusst, dass wir mit unserem DG 700 auch integrale Tests begleiten können, Monitoring machen, neues Arbeitsfeld. Und was bringt die Zukunft, was machen wir daraus? Am 1. November 1986 erlebt die Region Basel eine Nacht der Angst. Die Lagerhalle 956 des Chemiekonzerns brennt lichterloh. Um 0.53 Uhr herrscht in der ganzen Region Katastrophenalarm. Der Brand wird zu einer riesigen Feuersbrunst. Bis 60 Meter hoch steigen die Feuerbälle und erleuchten den Nachthimmel kilometerweit. Nach und nach wird der Schaden deutlich. Ungehindert floss das Löschwasser über die Regenwasserkanalisation direkt in den Rhein und färbte den Fluss rot. Erst heißt es von Sando-Vertretern, das sei völlig ungefährlich. Die rote Farbe sei lediglich ein Markierstoff. Sie haben sich gründlich getäuscht. Das Löschwasser vergiftet den Fluss über eine Länge von rund 250 Kilometern. Es kommt zu einer der schlimmsten Umweltkatastrophen in Europa. Bis nach Rotterdam sind die Folgen zu spüren. Aber Tausende von Fischen verenden. Ein paar Tage nach dem Brand erfährt die Öffentlichkeit durch eine Indiskretion, dass die Zürich-Versicherung 1981, also 5 Jahre vor dem Brand, es abgelehnt hatte, die Halle 956 zu versichern. Sie monierte damals das Fehlen von Rauchmeldern und Sprinkleranlagen. Der Brand von Schweizer Halle hat massive Auswirkungen bis heute. Die Sicherheitsvorkehrungen in der chemischen Industrie haben sich komplett verändert. Man hat in einem ausgeprägten Risikodialog definiert, was ist überhaupt das akzeptierte, das akzeptable Restrisiko. Akzeptiertes Restrisiko, Risikominimierung, begrenztes Risiko, tolerierbares Risiko. Mit den Atom- und Chemiekatastrophen der 1980er Jahre lernen die Menschen den Begriff Risikogesellschaft kennen. Risikogesellschaft ist dann ein neuer Begriff geworden, ist eigentlich geprägt von einem deutschen Soziologen, von Ulrich Beck. Und er meint, dass wir in einer Zeit leben, wo all das, was wir jetzt machen, jetzt verbrauchen, all die Probleme schafft, die wir dann in der Zukunft lösen müssen. So zeigt der Brand von Schweizer Halle exemplarisch, was es heißt, in einer Risikogesellschaft zu leben. Ja, wir können mit unserer Messdienstleistung bei Reinräumen im Sicherheitslabor können wir beitragen, dass das Restrisiko, das die Menschheit zu tragen hat, verkleinert wird. Was heißt eigentlich nachhaltiges Bauen? Die Masterarbeit war ein Lehrgang nachhaltiges Bauen. Was heißt das nachhaltiges Bauen von Biosicherheitslaboren? Für uns als Messdienstleister ist sicher das Minimieren des Restrisikos. Zum Schutze habe ich erwähnt,
der Gesellschaft, Umwelt und der Natur. Das steht im Vordergrund. Energieeffizienz steigern interessiert hier jetzt nicht so. Bereitstellen behaglicher, sicherer Arbeitsplätze ist auch nicht unbedingt jetzt unser Thema. Ich möchte wirklich minimieren des Restrisikos weiter darauf eingehen. Grundlagenforschung, welche Grenzwerte sind gefordert? Wir sind da im Labor gestanden, ich habe das Messgerät angesetzt, wir waren viel zu hoch. Was heißt jetzt viel zu hoch? Keine Ahnung. Die Antwort war, ja, es muss dicht sein. Ja, was dicht? Wie viel dicht? Nichts oder gibt es da Grenzwerte? Keine Antwort. Das hat mich dann so interessiert, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in die Tiefe, ich nehme das als Arbeit und bin dann eigentlich auf die Verordnung, der Einschließungsverordnung des Bundesrates gestoßen. Darunter fallen auch diese Virenlabore. Darunter fallen aber auch Reinräume, die genutzt werden in Spitälern, also Stationen, Ebola-Virus, Ebola-Kranke, Operationssäle, die, wir haben es auch gehört, 20.000 Fälle, Krankheitsfälle in Deutschland jährlich wegen Verbreitung von Bakterien, Viren. Die Einschließungsverordnung sagt, es muss ein geschlossenes System sein. Das ist unsere Messzone, das geschlossene System, das Containment, das wir messen. Und das Containment muss, das hat Schranken oder ist in Kombination physikalischer mit chemischen, biologischen Schranken. Die sollen verhindern, dass der Kontakt nach außen geschehen kann. Also, dass wir Menschen und die Umwelt geschützt ist. Die Risikoermittlung jetzt bei Viren ist so, dass die in Gruppen 1 bis 4 eingeteilt werden. Also es sind nicht alle Labore, Reinräume verschieden gefährdet. Dann wird das nach Tätigkeiten eingestuft. Was arbeitet man in diesen Räumen? Ist das gefährlich? Werden da Viren sogar gezüchtet oder nicht? Dann gibt es die Störfallverordnung, haben wir gesehen. Die Störfallverordnung ist ein Konzept, das man machen muss für solche Reinräume, damit man aufzeigen kann, was würde gemacht werden, wenn irgendein Störfall passiert. Also wenn das Virus weggeht, wenn der Organismus in die Luft kommt, welches Restrisiko hat die Menschheit zu tragen? Das ist in dieser Störfallverordnung so beschrieben. Wird auch wieder klassiert und zugeordnet. Und was noch wichtig ist, der Inhaber eines Betriebs muss alle zur Verminderung des Restrisikos geeigneten Maßnahmen treffen. Das heißt, er hat also alles zu tun, um das Restrisiko zu minimieren. Es ist auch so, dass neueste Erkenntnisse gemäß diesen Verordnungen, also unsere Erkenntnis jetzt, was ich hier präsentiere, muss in die Regelwerke einfließen. Das ist auch da drin. Also alles, was Stand der Technik ist, was man jetzt gefunden hat, muss einfließen. Also das ist eigentlich etwas, das jetzt einfließen muss gemäß dieser Verordnung. Dann gibt es die Sicherheitsanforderungen werden aufgeteilt in bauliche Anforderungen und in technische Anforderungen. Die baulichen Anforderungen sind so beschrieben, ein ganz klar abgetrennter Bereich. Also ich kann nicht in einem Gebäude irgendein Labor betreiben, ich muss das durch ein weiteres Containment abtrennen. Die Wände, Böden müssen leicht abwaschbar sein. Der Arbeitsbereich muss so abgedichtet sein, dass eine Begasung möglich ist. Die sprechen da jetzt aber nicht, dass es von Anfang an dicht sein sollte. Die meinen, man kann dann da im Ernstfall noch mit Klebeband irgendwelche Fensterfugen, Bodenfugen und so abdichten. Also das habe ich auch da gefunden. Dann habe ich gesagt, okay, Sie sprechen von dicht, da steht ja, es muss dicht sein. Was heißt denn das gemäß Duden? Und Duden heißt, im Duden steht, Luft- oder Gasdicht ist undurchdringbar. Also es geht gar nichts durch.
Und das kennen wir, das ist unmöglich. Wir können nicht bauen ohne irgendeine Leckage, ohne eine Luftdurchdringung. Was der größte Fehler ist in dieser Überlegung, wir können ja dann noch Leckagen haben, kommt wirklich von der Reinraumtechnik. Also wenn ich ein Mikrochip-Labor habe, dann ist es eigentlich egal, ob da noch eine Leckage ist. Ich muss niemanden schützen. Ich habe ja die Lüftung, die macht dann einen Überdruck in diesem Fall. Da wird jeder Staub rausgedrückt, auch Schleusensituation. Im Labor sehen wir dann, ist das der Unterdruck, weil da sollte nichts rauskommen, dann wird die Luft von außen reingezogen. Dann ist eigentlich egal, wie dicht die Hülle ist, ich habe ja die Lüftung. Und deshalb ist auch das Telefon gekommen. Wir wissen jetzt nicht, haben wir die Lüftung zu klein dimensioniert oder haben wir jetzt wirklich große Leckagen in der Hülle. Wir haben einen Unterdruck von 20 bis 50 Pascal. Der sollte kaskadenförmig von Schleuse zu den Innenräumen zunehmen. Die Lüftung sollte durch eine Fachperson geplant werden. Die Hülle, da steht nichts von Fachpersonen. Filterung der Abluft. Und die Steuerung der Lüftung im Ereignisfall Brandklappen, gasdichten Klappen. Die Lüftungsfirma oder die Lüftungsbranche, die hat Normen. Was heißt hier jetzt eine gasdichte Klappe? Die haben ganz klare Klassierungen. Wenn man diese Rohrsysteme abdrückt, weiß man, welche Anforderungen man erfüllen muss. Das ist das Gebäude. Man sieht hier schön das Containment, also Gebäude im Gebäude. Das ist eine Außenfassade, eine verglaste Front. Und wenn ich jetzt hier undicht bin, es stand ja drin, kann im Begasungsfall, im Ernstfall abgeklebt werden. Wie möchte ich jetzt denn da hinten noch irgendetwas abdichten im Ernstfall? Was auch ist, es muss 800 Liter Löschwasserrückhalt gewährleisten. Also hier habe ich eine Zone von 20 cm, einen Tritt, den ich überwinden muss, damit das Löschwasser nicht rausgeht. Dann habe ich vom Gang, vom Korridor her, gehe ich in die Schleuse, minus 25 Pascal, und da gehe ich dann ins Labor mit minus 50 Pascal. Was haben wir gefunden? Wir gingen hin, haben gesagt, okay, ich mache Leckagensuche. Ich mache eine Qualifizierung. Wir haben Durchdringungen gefunden in Wandkonstruktionen, in die Reinraumkonstruktion, diese Sandwich-Konstruktionen. Da hat es nur so den Luftstrom rausgedrückt. Wir haben Steigzonen. Diese Reinräume gehen darum. Also von den Steigzonen unten geht die Luft in diese Sandwich-Konstruktionen und da pfeift es raus. Wir haben hier drin auch eine Steigzone. Da sollte der Löschwasserrückhalt von diesen 800 Liter drin bleiben. Also das fließt alles runter in den Technikraum. Wir haben Sockelsysteme, die offen sind, nicht geschlossen. Wir haben hier alles abgefugt mit Fugenmasse, die hier in den Ecken zur Türzarge nicht geschlossen sind. Da kommt die Luft raus. Da haben wir Schiftungen der Zargen, da kommt die Luft aus. Wir haben Planetdichtungen, da kommt die Luft aus. Da hinten alles abgefugt, aber nicht in Ordnung. Wir haben Durchdringungen, das sind Brandschutzschott aus Schaumglas. Die Durchdringungen, mit Schaum, wer Schaumglas kennt, weiß, da kommt Luft durch. Große Luftleckagen vorhanden. Dann haben wir eine doppelflügelige Tür. Die hat hier einen Versatz. Also hier ist eine Holzleiste drüber gelegt. Und man sieht, dass es fast bis ein Zentimeter Versatz hat. Also Dichtungsandruck schließt nicht richtig. Der Reinraumbauer aus Österreich sagt, ich kann diese Türe sicher nicht richten, ihr habt ja die Lüftung. Seid zufrieden, das ist ein Reinraum, da ist die Lüftung verantwortlich für die Sicherheit.
Grenzwerte. Was haben wir angetroffen? Also das erste Mal, als ich hinging, dann hatten wir auf eine Hüllfläche von 176 Quadratmeter einen Luftleckagenstrom von 325 Kubik die Stunde. Wir haben dann überall versucht aufzuzeigen, wo kommt die Luft her, haben denen eine Woche, zwei Zeit gegeben zum Nachbessern, sind dann wieder hin und dann hat man das um die Hälfte gesenkt. Alle waren zufrieden, Judi Hui, Erfolg, Hälfte weniger, ist doch gut, passt. Dann habe ich mir gesagt, ja, was hätte man annehmen können, was gibt es an Richtlinien, was hätte man da vorschreiben können? Habe ich mal mit Minergie verglichen, auf diese Hüllfläche wäre der Grenzwert bei 220 Kubik für Minergie. Für Minergie P hätte man dann schon nicht mehr erreicht, 132 Kubik. Und dazu mal gab es ja den SCA 180 Zielwert schon. Man hätte in der Schweiz ja auch sagen können, okay, wir machen diesen Wert fix, wir planen nach SCA 180 Zielwert, dann wäre man da gewesen. Ich habe dann noch weiter geforscht, was gibt es auf dem Markt zu reinräumen. Bin dann auf die Vernehmlassung der VDI-Norm 2083 gestoßen, Blatt 19. Und das ist eine Norm aus dem Jahr 16, Oktober 16, also erst Vernehmlassung. Die sollte dann jetzt eigentlich bald marktreif sein. Und da drin sind wirklich auch verschiedene Klassierungen zu Reinräumen, speziellen Räumen, wie zum Beispiel Räume, die während einer Begasung kontrolliert im Unterdruck gehalten werden, gibt es Klasse 2. Reinräume nach ISO 6, Klasse 3. Sicherheitslabore BSL 3 ist Klasse 4. Und das heißt jetzt hier Klasse 4. 8,06 Kubik und Klasse 5 wäre dann BSL 4, das wäre dann noch 2,7 Kubik. Also ist erschreckend, da ist wirklich Aufklärungsbedarf vonnöten. Ich denke, nicht nur wir Schweizer haben dieses Problem. Wenn ich dann mit den Fachplanern gesprochen habe, woher habt ihr dann diese Wände, woher habt ihr das Konzept? Ja, das machen wir bei Novartis und Sando immer so. Also wir haben nur solche Labore hier. Wie kann man das verbessern? Und das wurde auch schon angesprochen mit den Klassierungen. Wenn ich dann natürlich schaue, dass ich ein Reinraumsystem habe, das mit 17 Kubik pro Quadratmeter und Stunde eine Leckage habe, nur vom System selber, und ich eigentlich dann da noch für die 176 Quadratmeter nur 8,06 Kubik Grenzwert habe, dann habe ich ja mit 0,5 Quadratmeter eigentlich den Grenzwert schon überschritten, den ich haben sollte. Also das war Ist-Situation, Wandkonstruktion, habe ich geschaut, ja, was sagt dann Minergie? 5,7. Okay, dann bin ich genau vielleicht mit meiner Türe 2 Quadratmeter auch am Grenzwert, wenn es gut ist, vielleicht drüber. Dann Minergie P wäre schon besser gewesen, Definition, mit 1,9. Aber dann muss ich Boden, Decken, Wände absolut dicht haben. Also ich brauche eine Konstruktion, die da nichts durchlässt, weil ich komme nicht um die Türen herum. Das heißt eigentlich im Vorprojekt, man braucht die Klasse 6. Also man sollte nicht zuletzt, wenn da etwas nicht geht, kommen und sagen, ja, jetzt müssen wir mal schauen, ist die Lüftung oder nicht. Wir müssen als Spezialisten von Anfang an bei den Laborplanen drin sein, sonst geht das nicht. Integrale Tests, ein neues Feld, habe ich auch nicht gewusst, dass ich das kann. Harald hat mir dann noch auf die Sprünge geholfen, ist auch noch dazu gekommen. Also integrale Tests, da wird das Gebäude getestet auf Funktionalität. Integrale Tests beinhalten Alarmierung bei Brand,
Alarmauslösung, Rettung und es beinhaltet auch die Unterdruckhaltung. Und deswegen war ich da. Also wenn es brennt und ich aus der Türe springe, ist es dann noch gewährleistet, dass ich immer einen Unterdruck im Labor habe. Das hat dann so funktioniert, die haben ja selber ein Monitoring-System, Schleuse minus 25 Pascal, Arbeitsbereich minus 50 und im Korridor hatte ich einen Referenzdruckfilter. Das ist dieses Ding hier, ist auch noch interessant einzusetzen, anstelle, dass man beim Gebäude vielleicht den Schlauch verlängert an zwei, drei Ecken, damit ich weniger Störungen habe auf dem Gerät, könnte ich jetzt diesen Referenzdruckfilter einsetzen. Der hat hier Kulissen drin. Der bremst mir diese Luftbewegungen, wenn hier jemand durch den Korridor eilt und wenn diese Türen öffnen oder an der Fassade auch die Tür öffnet, habe ich ja hier im Gang immer andere Drücke. Und das verhindert dieser Referenzdruckfilter. Also ich habe hier immer gewährleistet durch den Filter, dass ich einen Referenzdruck, Außendruck habe. Und anhand von diesem Referenzdruck werden dann diese minus 25 und minus 50 Pascal referenziert. Ich konnte dann das DG700 anhängen am bestehenden Druckmesssystem. Da war dann Anschluss Drucksensor Schleuse, Referenzdruckschleuse, Labor und Drucksensor Labor. Und dann habe ich das TecLog 3 benutzt und konnte dann, ja, komme ich dann dazu. Dann brauchten wir noch ein Drehbuch. Also jemand Verantwortliches muss ein Drehbuch schreiben für diese integrale Tests. Und auch da gibt es eine Norm von SCA. Da steht alles drin, was es dazu braucht, auch für uns Experten. Wie geht so ein integraler Test? Und unser Ding ist es dann, mit unseren Mitteln das Monitoring zu machen und dann vor allem bei den Öffnungen, bei den Unterdruckkontrollen wird das erreicht, eigentlich diese Aufzeichnungen zu machen. Das heißt, zum Beispiel Punkt 13 heißt da Notöffnung der Schleuse. Aufzeichnen, Raumunterdruck in Schleuse, aufzeichnen, Raumunterdruck in Labor, also minus 25, 50. Und Szenario, Unterdruck in der Schleuse fällt ab, Unterdruck in Labor bleibt erhalten. Also das muss gewährleistet werden. Diese Anforderung, das Drehbuch muss stehen. Was wir machen, ist dann zum Beispiel Notöffnung, ist ein Störfall, die Mitarbeiter müssen fliehen, öffnen diese Türen und da darf kein Organismus, kein Virus das Labor verlassen. Funktioniert das? War die erste Messung, ich war das erste Mal hier. Man sieht hier 0, also Referenzdruck außen. Man sieht hier minus 25 Pascal und hier minus 50 Pascal. Hier wird die Türe geöffnet. Der Druck fällt sofort weg. Also was auch du gesagt hast, man sieht das auch noch in 50 Meter Entfernung, das passiert sofort. Und dann konnte die Lüftung konnte dann nicht mehr einregulieren. Also die Luftvolumenstromregler, die haben dann zu flattern begonnen und wir hatten kein kontrollierter, also kein stetiger Druck mehr. Und das kann man nur mit diesen integralen Tests herausfinden. Sie haben dann die Tests durchgemacht, bin dann eine Woche später nochmal hin, haben das nachreguliert und haben jetzt diese Messung anhand von der Schleusentüre, habe ich hier aufgezeigt, konstanter Unterdruck 25, minus 50, Türe öffnet bei Rot. Sofort, man sieht hier diese Schleusentür öffnet, ich habe sogar kurzen Überdruck. Das sind Sekundenwerte hier, also nicht vielleicht, ja, keine Sekunde in Überdruck, ist noch nichts passiert, fällt ab, Volumenstromregler macht auf, Lüftung fährt hoch, dann noch ein Zacken, so Druck hält.
Und das ist das, was wir mit unserem DG 700 auch noch machen können. Also eine spannende Aufgabe. Chancen für uns habe ich hier versucht. Ja, was machen wir jetzt daraus? Ist ja schön, eine Masterarbeit zu schreiben, aber wenn man was machen kann daraus, ist doch gut. Ich alleine mit meinem kleinen Büro habe keine Chancengewicht gegenüber zum Beispiel dem Bundesamt für Gesundheit, diese Aufklärungsarbeit zu machen. Ich denke, wir haben als Masseverband haben wir da mehr Chancen, unsere Märkte aufzutun. Das heißt, für uns sicher früh im Vorprojekt bei Planern drin sein. Diese Punkte, die ich beschrieben habe, können wir beraten. Wir können uns mehr Marktanteil holen, auch in diesem Bereich. Vielleicht für den Verband wäre dann Aufklärungsarbeit bei den Behörden angesagt, Laborbetreibern und Planern. Und vielleicht können wir irgendwann Schulungen durchführen, weil das ist auch das Thema, das sind Kleinstleckagen. Wie spüre ich das noch auf? Ist da Ultraschall geeignet? Ist da Thermografie geeignet? Wenn ich ein Containment habe in einem beheizten Raum ohne Temperaturunterschiede, wie kann ich diese Kleinstleckagen irgendwie noch aufspüren? Ja, das wäre eigentlich meine Präsentation gewesen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, das wäre.